Ja, guten Tag. Wir spielen heute mal wieder ein bisschen Two Point Hospital. Ja, schauen wir mal, was heute so alles so passiert, ne? Wir sind ja immer noch hier. Duckworth, Open Bilge. Ob wir da drei Sternenkrankenhaus irgendwann hinbekommen, man weiß natürlich jetzt nicht. Weil das ist so gar nicht so einfach. Ja, ich glaube, da sind wir aber schon weg. Genau, das war nämlich der letzte jährliche Prüfung. Ah, hier guck mal, hier sind 20 Leute, aber hier ist kein Assistent. Dann machen wir hier mal als erstes hier einen Assistent hier einstellen. Aber die gehen ja. Was ist denn hier? Warum gehen die denn alle hier hin? Naja, keine Ahnung. Schauen wir mal, was wir hier so haben. Heile 40 Patienten. Ja, machen wir mal, ne? Werden wir wohl schaffen. Wieder ein Beförderer Mitarbeiter. Was haben wir hier? Heile 3% in der Apotheke. Ja. So, bilde einen Krankenpfleger aus. Läuft hoffentlich auch. Ansonsten wäre nicht so gut. Dann schauen wir mal, wie hier so weitergeht. Personalschwung von 90%. Befördern. Epidemiewarnung, das schaffen wir auch nicht. Beförderer Mitarbeiter. 5 von 5% Gehalt. Ja, perfekt, ey. So. Heile 5 Patienten, ja. Sind wir so dabei? Bilde einen Mitarbeiter weiter. Da sind wir auch dabei. Epidemie, ja, schade. Ja, 5% haben wir auch. Und Mitarbeiterwunsch sollen wir gleich auch haben. Was ist denn hier? Können wir hier keine Aufnahme mehr machen? Mal den hier. Stelle eine Diagnose bei 5%, ja. Und hier befördern. Sehr gut, wir haben 40% Gehalt. Ja. Dann machen wir hier mal, mal direkt noch eine Aufnahme. Haben wir hier heile 5%. Ja, läuft er dann. So, was haben wir denn jetzt hier? Installieren Upgrade, okay. Beförderer Mitarbeiter, okay. Wo haben wir denn hier überhaupt hier noch Bedarf? Hier, theoretisch. Und praktisch. Beförderer Mitarbeiter. Werden wir jetzt hier auch schaffen. Heile 2% mit Stromschlag, okay. Erlege 3 Monobiester. Das schaffen wir irgendwie nicht. Minus 10 Ruf, ja, schade. Haben wir immer noch großartigen Ruf. Und hier bald auch wieder ein paar Dollars. Was haben wir hier? Förderer Mitarbeiter. Okay. So. Blablabla. Ja. Da jetzt haben wir hier Belohnung 20.000. Starte eine Marketingkampagne. Erstmal machen wir hier. Starte eine Marketingkampagne. Vielleicht können wir auch eine zweite Forschungsabteilung offen machen, oder? Starte eine Marketingkampagne, okay. Dann müssen wir das wieder abbrechen und dann machen wir hier wieder neue. Da guck mal, kommt ein VIP. Sally Fink-Blackets, Reporterin für Radio Two Point, möchte unser Krankenhaus besuchen. Ich weiß nicht, was für sie hier zu berichten gäbe, aber ein Pressbesuch könnte für Publicity sorgen. Soll das Krankenhaus sie beeindrucken, wäre das sicher gut für unseren Ruf. Was meinst du? Beeindruckt den VIP? Ja. Beförderer Mitarbeiter, schaffen wir. Feuerlöscher. Und packen wir irgendwo einen Heizkörper hin.
Oder sind die jetzt, weiß nicht, irgendwie normal? Geht das alles? Bei Forschung haben wir tatsächlich die beförderten Mitarbeiter mal erstmal. Notfallstation. Einige Stationspatienten wurden aus einem Jumbo-Krankenhaus geworfen, da sie die Behandlungsmethoden in Frage gestellt hatten. Sie hoffen nun auf weitere Behandlung. Andernorts sollen wir sie erfolgreich behandeln, wegen uns eine Belohnung. Wollen wir die Patienten aufnehmen? Heile 6 Patienten mit Jessend. Behandlungsraumstation. Einmal. So, $400.000. Ja, schau mal. So, das Krankenhaus macht Schulden. Das ist überhaupt nicht gut. Heile 2 Patienten im DNS-Labor. Okay. So, endlich eine Beförderung. Sehr gut. So, hier Forschung abgeschlossen. $20.000. Okay. Beförderer ein Mitarbeiter. Okay. Ja, guck mal. Minus 100 sollen wir aus Minus. Wird das Krankenhaus geschlossen. Ja. Und hier kommen die aber auch nicht so richtig voran. Ah, da gilt noch ein bisschen. Okay, müssen wir gucken. Kurz vor Ende ist. Können wir auch noch ein bisschen Geld hier aufnehmen. So, 2 Patienten im DNS-Labor haben wir. So. Forschung abgeschlossen. Ein paar allgemeine Forschungen bei irgendwas. Halt wurden abgeschlossen. Es gibt einen Zuschuss, $20.000. Was haben wir hier? Heil 3 Patienten in Station. Ja, passt ja sogar jetzt. Update zur Öffentlichkeitsarbeit. Sally Finkblatt, neuester Nachrichtenüberblick aus dem County, wurde gerade veröffentlicht. Vielleicht hat sie nicht viel anderes zu berichten, aber jedenfalls wurde unser Krankenhaus positiv hervorgerufen. Das ist natürlich gute Publicity für uns, aber vielleicht ist da noch mehr herauszuholen. Belohnung 8 Ruf, 10 Kodosch. Ja. Also schon mal ganz gut, ne? Für deine Mitarbeiter. Ja, das ist ganz knapp vor Bankrott. Was haben wir hier? Sondermeldung. 6 von 6 Patienten geheilt. Klasse, wir konnten die komplette Patientengruppe heilen. $400.000. Haben wir erreicht. Nochmal. Achso, das ist Upgrade war das ja jetzt hier gerade. Oh, dann kommen wir ja wieder. Können wir dafür? Steht ja nicht. Installiere ein Upgrade, haben wir fertig. Bilde einen Mitarbeiter weiter, okay. Von welchem Geld? Ach, so, wir machen hier Kredite. Den ja. Wir haben nicht viel Plus gemacht. Was ist hier? Heil 3% in der Apotheke. Ja, schön. Was ist denn mit Mitarbeiter befördern? Dann machen wir den zweiten Kredit. So. Können wir nicht mal. Okay. Wir sind bankrott. Krankenhaus bankrott. Auf 300.000. Was ist denn, wird letzten Speicherstand laden? Ah, mal. Vielleicht probieren das mal einfach aus. Mit der Apotheke, da haben wir gerade schon. Aber wenn hier kein Mitarbeiter hier kommt, der sich weiterbilden lässt, ist das auch schlecht. Oder sie befördern lässt. Weiterbilden ist jetzt kein Problem. Schnelle Diagnose bei 5 Patienten, okay. Das werden wir wohl eher hinkriegen als hier das hier. Ja, guck mal, da geht doch deutlich schneller. Ja. $221.000. Halt 3% Chirurgie. So, statt immer Fördermitarbeiter, jetzt gar nichts hier. Wir machen das hier mal weg. Ja, minus 10 Ruf. Wir werden es überleben. Vielleicht kommt da eh was Schönes. Befördere einen Mitarbeiter. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, das war's erstmal mit Two Point Hospital. Bewerte mal ruhig den Teil. Und bis dann. Tschüss.